Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin ein unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und heute bin ich verbunden mit einem der Autoren eines 600 Seiten dicken Buches, welches sich da nennt Deutsche und Juden vor 1939, Station und Zeugnisse einer schwierigen Beziehung. Und einer der Co-Autoren, mit denen ich jetzt verbunden bin, das ist der Wolfgang Effenberger. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Lars. Ein herzliches Grüß Gott aus Pöcking. Ja, Glück auf aus dem Ruhrgebiet. Sag mal, jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige Zeitgenossen, die das jetzt hören, was wir hier veranstalten, nicht wirklich im Bilde sind, wer Wolfgang Effenberger ist. Kannst du diesen Menschen mal mitteilen, wer du bist, was du machst und woher du so kommst? Ja, ich wurde Anfang Juni 1946, also nur wenige Wochen nach der Vertreibung meiner Eltern aus Schlesien, im südoldenburgischen Lohne geboren. Von 1964 bis 1976 diente ich als Zeitsoldat in einer Pionierinheit der Bundeswehr und schloss auch bei der Bundeswehr ein Bauingenieurstudium ab. Nach meinem Ausscheiden als SAZ 12 studierte ich unter anderem Politikwissenschaften an der Hochschule für Politik und dann Mathematik für das höhere Lehramt an der Technischen Universität München. Anschließend unterrichtete ich bis 2000 an der Fachschule für Bautechnik in München. Oh, ja. Ja, also du hast schon ein Leben hinter dir und in diesem Leben kamen auch einige Bücher vor, die du geschrieben hast, unter anderem Pax Americana. Und ja, jetzt, genau. Jetzt eben Deutsche und Juden vor 1939, das hast du zusammengeschrieben mit Reuven Moskowitz. Und da stellt sich jetzt mir erstmal die Frage, warum habt ihr das Buch überhaupt geschrieben und warum zusammen? Da muss ich ganz kurz ausholen. Ich habe dann nach meinem Ausscheiden als Lehrer, als freier Publizist gearbeitet und dann 2001, als George W. Bush vereidigt wurde, hatte ich die Rede gehört, die Vereidigungsrede, hatte starke Fragen, auch Zweifel und habe dann die amerikanische Botschaft gebeten, eine autorisierte Übersetzung zu schicken. Die habe ich gelesen, immer wieder gelesen, zwischen den Zeilen gelesen. Und da habe ich dann meiner Frau gesagt, also wenn ich das so richtig interpretiere, dann werden in den nächsten 4 Jahren Dinge geschehen, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Also das, und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt, um zunächst einmal die Vereidigungsrede von George W. Bush zu analysieren bzw. interpretieren. Und daraus ist dann ein dickes Buch geworden, das heißt Pax Americana. Auch in dieses Buch ist dann, nachdem ich das Hauptmanuskript nach 2 Jahren fertig hatte, mein Professor von der Hochschule für Politik, der Herr Professor Konrad Löw, mit eingestiegen. Und dann haben wir gemeinsam das vollendet und das ist dann 2004 im April erschienen bei Langmüller Herbig. Und da wurde ich gefragt, was ich als nächstes zu schreiben gedenke. Und dann wurde mir Interesse signalisiert über ein Buch, das sich mit der deutsch-jüdischen Geschichte beschäftigt. Ich sagte zu, auch aus persönlichen Gründen, da muss ich jetzt ausholen, mein Großvater väterlicherseits, der Ernst Effenberger, war im Ersten Weltkrieg seit 16 in den Schützengräben Frankreichs und er ging für seinen Leutnant, der jüdische Wurzeln hatte, wirklich durchs Feuer. Und deswegen wurde in meiner Familie also über Juden nur voller Hochachtung gesprochen. Und da dachte ich mir, das passt ganz gut. Ich wollte mich sowieso auch mal damit beschäftigen, was mein Opa gemacht hat und wie es dazu kam, dass er hier so einen Respekt vor seinem jüdischen Leutnant hatte. Und da habe ich zugesagt. Der Verlag hat mich dann gebeten, in die Vorlesung von dem Professor Michael Brenner zu gehen in München, was ich dann über einen längeren Zeitraum auch gemacht habe. Ja, und so entwickelte sich das Buch. Ich habe viel recherchiert und hatte auch die Idee, dieses Buch im Gegensatz zu den anderen Büchern, die mir so alle bekannt sind, die sich ja eigentlich nur mit den negativen Seiten beschäftigen, dass ich was Positives machen wollte, um auch Hoffnung für die Zukunft zu wecken. Außerdem habe ich in dem Zeitraum auch ein Symposium besucht, da war der Wolfgang Benz und der Micha Brumlik und andere Persönlichkeiten, die sich hier mit diesem deutsch-jüdischen Thema beschäftigen. Aus Jerusalem kam die Professorin Schulamit Wulkow, die da sagte, dass
der Holocaust bei den Deutschen schon seit 2000 Jahren angelegt war. Und da habe ich mir gesagt, ja, sie darf das so sehen, aber wenn das für mich so Gültigkeit hätte, könnte ich ja gar nicht mehr leben. Wenn alles vorherbestimmt wird, hätte ich ja oder hätten wir ihr überhaupt keinen freien Willen zu entscheiden. Und ich bin der Meinung, auch immer noch, dass diese Weiche, die in diesen Holocaust geführt hat, so hätte nicht umgelegt werden müssen. Es wäre auch eine andere Entwicklung in der Geschichte möglich gewesen. So, das war der Grund und deswegen habe ich überlegt, ich muss mit dem Buch mit was Positivem anfangen. Es ist natürlich schwer, da was Positives zu finden und ich dachte mir, und ich habe auch nicht geglaubt, dass was der Professor Röhl aus England hier immer sagt, dass der Kaiser ein fürchterlicher Antisemit gewesen sei. Dann habe ich die Idee gehabt, in das geheime preußische Staatsarchiv nach Berlin-Dahlem zu fahren. In der Hoffnung, dass bei dem 25-jährigen Regierungsjubiläum des Kaisers vielleicht Huldigungsschreiben von jüdischer Seite vorliegen. Und ich bin tatsächlich fündig geworden. Ein Oberrabbiner Dr. Breuer aus Frankfurt hat dem Kaiser ein dreiseitiges Telegramm geschickt, ihn auch Friedenskaiser tituliert und hat das unterstrichen, hat also im Auftrag seines Vorstandes geschrieben und hat seine Huldigung damit unterstrichen, dass dieser Vorstand der orthodox-jüdischen Gemeinde Frankfurt dem Kaiser für seine soziale Arbeit 40.000 Mark gespendet haben. So, der Kaiser hat dann dem Innenminister handschriftlich gebeten, hier dieser jüdischen Gemeinde ganz besonders zu danken. Das war das einzige handschriftliche Schreiben des Kaisers an den Innenminister für einen Dank anlässlich dieser Feierlichkeiten. So, und dann habe ich gesagt, das ist ein schöner Einstieg. Und außerdem hat der Kaiser anlässlich dieser 25-Jahr-Feier seines Regierungsjubiläums, ich glaube, 11 Männer ausgezeichnet. Entweder, ich glaube, zu Kommerzialräten gemacht. Und dann habe ich mir die Namen angeschaut und habe gesagt, ich würde gerne wissen, wie viele Juden vielleicht dabei sind. Und dann habe ich geschaut, wo sind diese Herren alle begraben? Und von den 11 waren sieben auf einem jüdischen Friedhof begraben. Also, das heißt also, diese Aussage von dem Professor Zigeröhl, dass es ein fürchterlicher Antisemit gewesen ist, das kann ich so nicht unbedingt nachvollziehen. Mag sein, dass er in Dorn im Alter dann und nach der Verbitterung des verlorenen Krieges solche Äußerungen gemacht hat, aber in der Zeit seiner aktiven Kaiserzeit ist das für mich nicht zu finden gewesen. Ja. Also das jetzt nur mal am Rande. Und dann habe ich, wie gesagt, da bin ich in die Geschichte eingeschrieben, um diese Stränge nachzuvollziehen und auch die Entwicklung aufzuzeigen, wie sie für die Juden verlief und auch bei den Deutschen und auch so eine Episode beispielsweise des Vormärz, also von 1815 bis 1848, einmal aufzuzeigen, wie die jüdische Emanzipation verlief und gleich parallel dazu auch die Emanzipation der Bauern. Da hatten wir auch ja noch viele leibeigene Bauern, die dann auch erst bis zum Ersten Weltkrieg ja noch in einer gewissen Art von Leibeigenschaft gehalten worden sind. Also ich habe versucht, hier das also parallel zu laufen und aufzuzeigen, wie sich hier diese Gesellschaft entwickelt hat. Das war mir also ein großes Anliegen, um auch Verständnis für beide Seiten zu wecken. Ja, lass uns einmal kurz darauf eingehen, dass es immer wieder Vorwürfe gegen deinen Co-Autor gibt. Insbesondere kommen vom Pausenclown der deutschen Bourgeoisie, Henrik M. Broder. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Ja, vielleicht darf ich dir noch kurz sagen, wie der Rufen Moskowitz zu dem Buch gekommen ist. Ich habe dann dieses Manuskript gemacht. Das war 2004 angefangen. Dann habe ich mehrere Jahre dran gearbeitet. Dann wechselte die Verlagsleitung, als das Rom-Manuskript fertig war. Die Tochter des Verlegers hatte kein Interesse mehr. Und dann hatte ich einen Verleger, einen deutsch-jüdischen Verleger, den Dr. Kasimir Katz, der wollte das machen, weil der, wie gesagt, auch diesen familiären Hintergrund hatte. Der ist dann aber Karfreitag, glaube ich, 2008 verstorben, 85-jährig. Und jetzt hatte ich gar keinen Verlag mehr. Und 2009 bin ich eingeladen worden nach Berlin für eine Rede anlässlich des Friedensfestivals vor dem Brandenburger Tor. Und vor mir sprach Rufen Moskowitz.
Und das hatte mich schon im Bann gezogen, hatte aber nicht das Richtige gehört, weil ich meine Rede noch kurz kürzen musste. Und anschließend kam er zu mir, gab mir seine Adresse, sagte, er möchte mit mir in Kontakt treten, müsste aber zum Flughafen. Ja, und dann habe ich ihm das Rohmanuskript nach Jerusalem geschickt, im Herbst 2009. Und er war sehr angetan, hat dann sofort einen Essay veröffentlicht, der hier auch in jüdischen Zeitungen erschienen ist, über die deutsch-jüdische Symbiose. Und dann bin ich im März 2010 nach Jerusalem geflogen und habe mit ihm dann Interviews gemacht und wir haben also so die Richtung festgeflockt. Und zugleich hat er mir seine Versöhnungsarbeit in Israel gezeigt. Er ist ja Mitbegründer des Friedensdorfes Neve Shalom. Und ich habe das besichtigen dürfen und das war für mich ein wirklich großartiges Erlebnis, hier in diesem Ort, in einem parkähnlichen Gartenanlage, gemeinsam da zu essen. Also es war eine große, große Erfahrung für mich und ich kann nur sagen, Rufen Moskowitz ist ein Mann, den ich nur bewundern kann, weil das, was er sagt und das, was er macht, tatsächlich aus seinem Herzen kommt und er, ja, ich glaube, aus der Liebe zu den Menschen versucht er wirklich hier die Versöhnung zwischen den Israelis und Palästinensern herbeizuführen, weil er sagt, diese Gewalttätigkeit und gepaart mit der Maßlosigkeit wird in eine große Katastrophe führen. Das ist die Angst, die ihn auch dabei umtreibt. Ja. So, und dann, wie gesagt, war ich dankbar, dass er dann mit einsteigen wollte, dass wir dann weitergearbeitet haben. Dann hat er mich hier im Starnberger Raum besucht und ja, es hat dann ein bisschen gedauert, aber irgendwann stand das dann, Manuskript, da war es soweit fertig, dass wir auch den Verleger hatten, das ist ja der Herr Thomas Röttcher vom Zeitgeist Print Online Verlag, der sich auch sehr engagiert hat, muss ich sagen. Ihm bin ich sehr dankbar, dass das Buch in dieser wundervollen Form auf den Markt gekommen ist und wenn ich das jetzt noch sagen darf, ich habe jetzt vor 2 Tagen habe ich da im Karlsruher virtuellen Katalog geblättert und habe feststellen dürfen, dass dieses Buch, einmal ist es im Haus des Deutschen Widerstandes in der Bibliothek, es ist im Haus der Wannsee-Konferenz in der Bibliothek und es ist in der Anne-Frank-Schuah-Bibliothek. Und ich denke, das ist wirklich eine große, große Freude für uns. Ja, ja. Ja, und wie gesagt, Rufen Moskowitz hat auch ein großartiges Buch geschrieben, das mich auch sehr bewegt hat. Das ist Der lange Weg zum Frieden. Und hier geht er auch darauf ein, wie er in seinem Dorf, im rumänischen Dorf, Bekanntschaft mit deutschen Soldaten gemacht hat. Einmal war es ein Feldwebel mit seinem Burschen, der in seinem Elternhaus einquartiert war. Und von diesem Feldwebel spricht er mit voller Hochachtung. Der hätte also Musik gemacht, der hätte mit den jüdischen Jungs Handball gespielt, hätte denen das gezeigt. Und dann wären aber eine Trupp junger Luftwaffensoldaten gekommen, die hätten seinen Großvater auf der Dorfstraße gegriffen und ihm mit dem Rasiermesser den Bart abgeschnitten. Und von da an war ihm schon als Kind klar, es gibt solche und solche. Und er schreibt auch in seinem Buch auf der Rückseite, der lange Weg zum Frieden ist der Weg eines Mannes, der erkannt hat, dass das Böse potenziell in jedem Menschen wohnt und nicht auf einzelne Völker beschränkt ist. So. Und für die Überwindung des Bösen, für Toleranz und die Akzeptanz des anderen, die den Weg zum Frieden sowohl in den persönlichen als auch in den Beziehungen zwischen Staaten und Völkern überhaupt erst ermöglichen, setzt sich der charismatische Israeli seit Jahrzehnten ein. So, und das kann ich wirklich nur bestätigen. Und nun zu Hendrik Broder. Ich habe da auch natürlich da gegoogelt, was er alles an Angriffen dagegen Rufen Moskowitz gestartet hat. Ich verstehe es einfach nicht. Gut, der Rufen Moskowitz, der hat ja 2003 den Aachener Friedenspreis bekommen. Und hier wurde er als Dr. Rufen Moskowitz aufgeführt. Broder wirft ihm Missbrauch dieses Titels vor, weil er gar keinen Doktortitel hat. Rufen Moskowitz hat auch nie behauptet, dass er einen Doktor abgeschlossen hat. Er war 1944 über die Friedrich-Ebert-Stiftung ein Jahr an der Berliner Freien Universität, um an seiner Promotion zu arbeiten. Das ist soweit alles korrekt. Er hat ein Jahr also an seiner Dissertation gearbeitet und hat die aber nicht abgeschlossen.
Also führt er diesen Titel auch gar nicht. Aber diejenigen oder diejenige, die ihn 2003 eingereicht haben für diesen Preis, die haben ihn gemeldet unter dem Namen Dr. Ruven Moskowitz. Und dann stand das nun mal da. Und das ist der Aufhänger für Bruder bis heute, ihn als Hochstapler zu bezeichnen, als Lügner, als Gauner. Und das schmerzt einfach. Und auch die Angriffe, die er gegen die Juroren dieses Preises führt, also die sind sowas von heftig. Und es geht auch noch weiter, dass er Rufen in Israel, in Jerusalem Anrufe bekommt von angeblichen Journalisten, die ihn nach dieser Doktorarbeit fragen und immer wieder versuchen, ihn aufs Glatteis zu führen. Also das ist eine Kampagne, die er nicht verdient hat, meiner Ansicht nach. Okay, lassen wir das so stehen. In eurem Buch fangt ihr eigentlich damit an mit den Grundlagen des Judentums. Ihr beschäftigt euch zum Beispiel mit der Gestalt des Moses durch die Brille gesehen von Sigmund Freud und auch der Abenteuerfigur des Jesus. Da werden wir mal drüber hinweggehen. Die eigentliche Frage, mit der ich jetzt mal anfangen würde bezüglich eures Buches, wäre zu fragen, warum kamen denn die Juden überhaupt nach Europa? Ja, das ist natürlich eine längere Geschichte, die so ohne weiteres eindeutig nicht zu beantworten ist. Also die ersten Quellen sagen aus, dass die römische Besatzung bereits in ihrem Gefolge auch Juden mitgebracht hat. Das halte ich auch durchaus für wahrscheinlich, weil so eine Armee wie die römische Armee hat sich ja durch auch Söldner bedient, wo es nur ging. Und da die Israelis oder die Juden sich ja als Soldaten ja bewährt haben, wir denken an Josephus Flavius, der ja auch für die Römer gekämpft hat, halte ich es durchaus für wahrscheinlich, dass bereits von den römischen Legionären hier durchaus einige jüdischer Herkunft waren, die sich dann hier vor allem im Rheinland festgesetzt haben. Also der erste Nachweis ist eigentlich das Jahr, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, 321, als hier erstmals Juden in einer deutschen Stadt erwähnt wurden. Und zwar, muss ich mal schauen, das war Köln, soweit ich das richtig war, ja. Die Juden wurden unter dem Kaiser Ludwig privilegiert und das traf Gemeinden in Westfrankreich und auch im Ostfrankenreich hatten sich bis dahin keine Juden niedergelassen. Aber wie gesagt, noch auf Entstehung der römischen Zeit sind für Köln 321 nach Christus Juden als römische Bürger bezeugt. So, und dann geht es weiter über den Hof Karls des Großen, der ja auch eine Vorliebe hatte, sich jüdische Berater an den Hof geholt hat und auch einen jüdischen Botschafter in die arabische Welt geschickt hat, der dann sogar mit einem Elefanten wiedergekommen ist. Also und dann wechselt das natürlich der Zuzug aus den israelisch oder jüdisch-palästinensischen Gebieten. Und dann finden wir eigentlich im Mittelalter wieder im Zuge der Kreuzzüge, da haben wir dann wieder genaueres Material oder Nachweise von den jüdischen Gemeinden, weil hier die Übergriffe gerade des ersten ungeordneten Kreuzzuges viel Unheil unter der jüdischen Bevölkerung gebracht hat. Ja. Also das einmal dazu. Und dann die nächste Phase ist natürlich die Vertreibung der Juden aus der Iberischen Halbinsel, die ja im Zuge der arabischen Besetzung 717/18 nach Spanien gekommen sind und dann durch die Inquisition anschließend wieder vertrieben worden sind. Das sind ja einige, Holland sogar bis nach Norwegen, andere wieder sind in die Türkei. Und der türkische Sultan hat sich gewundert, dass sich die Franzosen vor allem dieser wichtigen und gebildeten Menschen einfach so entledigt hat, weil er darin ein großes Potenzial auch für sein Land gesehen hat. Ja. Also das zu diesen sephardischen Juden. Ja, also da wäre ja zum Beispiel für die Vertreibung der Juden von der Iberischen Halbinsel gen Holland, da wäre ja dann zum Beispiel als Abkömmling Spinoza zu nennen.
Genau. Aber lass mich mal fragen, überhaupt bei diesem Thema, wie waren denn die Juden in Europa, beziehungsweise auch auf dem Gebiet, was dann mal Deutschland werden würde oder sollte, gut oder schlecht gelitten im Vergleich zu den arabischen Ländern? Ja, das ist auch keine Frage, die ganz so einfach zu beantworten ist. Also die Vorstellung der Besiedlung, des Charakters der Besiedlung, zunächst durch die Gesetze, aber auch durch natürlich durch die religiösen Vorgaben, durch die Zeremonialgesetze und so weiter. Denken wir nur an das koschere Kochen, war es natürlich Schwierigkeiten, mit dem Umfeld weiter in Kontakt zu kommen. Und auf der anderen Seite blieben sie unter sich, also aus verschiedenen Gründen, sowohl von außen auch wie von innen heraus, und haben eigentlich ein abgeschlossenes, abgeschottetes Dasein gefristet. Wir kennen das ja unter dem Namen Ghetto. Und Ähnliches sehen wir heute in Israel auch, wenn wir die an die große Mauer denken, die dieses Israel abschließen soll nach außen hin. Also das ist sehr schwierig. Das hat lange gedauert, bis da hier eine Öffnung sich abzeichnete. Ja. Und im arabischen Raum, ja, da sind die gerade, ich meine, durch die Geschichte der Israelis, wenn wir denken an die babylonische Gescheitfahrt aus Ägypten, die 40 Jahre Flucht aus Ägypten und dergleichen. Also da ist natürlich auch eine vom Naturell her, die Nähe zu den Arabern ist natürlich viel näher als hier zu den Europäern. Das mag vielleicht auch ein Grund sein. Aber ich habe bisher eigentlich keine schlüssigen Nachweise gefunden, warum das jetzt so im Einzelnen ist. Es ist auch völlig unterschiedlich. Also dieses, was bei meiner Arbeit mir aufgefallen ist, dieses klare Muster zu erkennen, das ist hier so und da ist es so, das verschwimmt alles. Das ist alles sowas von vielfach und derartig komplex, dass man hier mit einer leichten und schnellen Antwort eigentlich nicht die Wahrheit treffen kann. Okay, verstanden. Nichtsdestotrotz nochmal eine generelle Frage. Durften Juden in deutschen Landen wirklich alles tun, zum Beispiel beruflich, was sie denn gerne hätten tun wollen? Oder wurden sie auf gewisse Berufe beschränkt? Ja, natürlich wurden sie auf Berufe beschränkt, auch wieder aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir müssen auch vorstellen, in den deutschen Landen gab es ein Zunftrecht. Es war also sehr schwierig, überhaupt für jemanden Handwerk zu erlernen und sich dann auch in diesem Handwerk als Meister zu etablieren, eigentlich fast unmöglich. Also meist konnte man nur die Witwe eines Handwerksmeisters heiraten. Also in diesem ganzen Komplex gab es wirklich, wirklich Schwierigkeiten, auch für jeden anderen Bürger in diesen deutschen Landen hier sich zu entfalten. Das ist für uns heute überhaupt nicht vorstellbar. Es war äußerst, äußerst schwierig, auch der Erwerb von Grund und Boden und dergleichen, Stadtrechte, wie auch immer, sich ansiedeln, da brauchte man eine Genehmigung und. Das traf die Juden natürlich besonders, weil man aus Konkurrenzgründen die Handwerker, die ohnehin begrenzt solche Zunftstellen zur Verfügung standen, wollten natürlich auch keine Konkurrenz. Das heißt also, dass den Juden häufig gar nichts anderes übrig blieb, das zu machen, was sie auch eigentlich gut konnten. Das heißt, sie sind sprachgewandt, sprechen viele Sprachen im Regelfall, dass man hier gerade auf der kaufmännischen Ebene tätig ist. Und das ist natürlich auch für ein Volk, das denkt, als Nomade muss ich weltoffen sein. Das geht ja gar nicht anders. Und hier haben dies dann zu tun mit einer sesshaften Bevölkerung. Diese sesshafte Bevölkerung, die also nicht über den Dorfrand hinausgucken kann, ist immer gegen Fremde misstrauisch. Also da kommen viele Faktoren kommen hier zusammen. Letztendlich, wie gesagt, war das ein langer Weg bis hin zur Emanzipation. Gar keine Frage. Ja, worauf ich ja eigentlich mit dir hinaus wollte, um da dann richtig einzusetzen und in kleineren Schritten vorzugehen, wäre die befruchtende Begegnung zwischen Herrn Lessing und Herrn Mendelssohn. Kannst du uns da mal ein wenig zu erzählen? Denn eigentlich wollten wir ja über den Kulturbeitrag, den jüdischen in deutschen Landen sprechen. Ja, Lessing
hat der Mendelssohn verehrt. Da ist auch eine gewisse Wesensverwandtschaft da. Er hat die geistige Leistung von Moses Mendelssohn durchaus erkannt. Und wenn man denkt, viele, wie auch Moses Mendelssohn, haben sich das alles ja als Autodidakt angeeignet. Das ist ja für uns heute gar nicht mehr vorstellbar. Fremde Sprachen, perfekt Französisch, Bücher übersetzt aus dem Französischen ins Deutsche und dergleichen mehr, eigene Traktate verfasst und ähnliches mehr. Also das sind Kulturleistungen, die man für uns eigentlich so gar nicht mehr vorstellbar sind. Also und das auch in der Zeit, wo man als nicht emanzipierter, wo man sich bemühen musste oder angewiesen war, auf das Entgegenkommen der Behörden hier sich niederlassen zu dürfen und dergleichen mehr, hat Moses Mendelssohn solche großartige wissenschaftlichen und philosophischen Arbeiten geleistet. Und das hat Lessing sofort anerkannt und hat ihm ja auch ein Denkmal gesetzt mit Nathan der Weise. Das wird ja heute ja auch noch in unseren Theatern gespielt. Also ich denke, das ist auch ein wunderbares Beispiel der Symbiose, jüdischer und deutscher Symbiose, gerade in diesem Paar Moses Mendelssohn und Lessing. Ja, wenn man sich das Buch von euch anschaut, den Deckel des Buches, so entdeckt man dort ein Porträt, ein Bild, welches zum einen einen gewissen Geheimrat Goethe zeigt und ja. Dann an einem Klavier oder vielleicht auch Cembalo, ich weiß es nicht genau, sitzt da noch jemand, der hat was mit dem Herrn Mendelssohn zu tun. Ja, das ist der Sohn von Mendelssohn. Das ist Mendelssohn Bartholdy. Ja. Der große Komponist. Ja. Und der spielt hier auf dem Klavier. Und dieses Bild selber, er ist ganz jung, also ich schätze ihn, der würde so vielleicht 17 Jahre alt sein auf dem Bild. Und Goethe geht an die 80. Goethe schaut einfach in die Ferne, etwas den Kopf abgewandt von dem jungen Mendelssohn Bartholdy. Und der Mendelssohn Bartholdy neigt seinen Kopf zu Goethe hin. Das heißt, es sieht so aus, ja, ich gehe davon aus, dass er ihn bewundernd anschaut, wenn Goethes Gedanken ganz woanders sind. Da könnte man, für mich ist dieses Bild, ich habe es ja mit ausgesucht, ein Beispiel der deutsch-jüdischen Symbiose, will ich jetzt einmal sagen, oder der Versuchten. Der junge Jude, der zu diesem alten, weisen Deutschen aufschaut, und das sagt schon meiner Ansicht nach doch ein bisschen über die Situation am Anfang des 19. Jahrhunderts etwas aus. Natürlich kann man da hier auch was Negatives hineinlesen in dieses Bild, was auch gemacht wird, dass Goethe einfach teilnahmslos, dass ihn die Musik des jungen Mendelssohn Bartholdy überhaupt nicht interessiert. Dann soll er gesagt haben, wenn er das Haus von Mendelssohn betreten hat, zu dem Jungen, Junge, machst mal wieder mal ein bisschen Lärm für mich. Also dieses angeblich despektierliche, und da wird auch schon Antisemitismus drin gesehen in dieser Äußerung. Aber ich denke, wenn ich da als Großvater in der Familie komme, also vom Alter her, und dem sage, also mach mal wieder ein bisschen Musik oder mach mal wieder ein bisschen Lärm, ich denke, da kann man noch keine Wertung erkennen. Also für mich ist dieses Hineininterpretieren nicht nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen. Aber für mich sagt dieses Bild schon sehr viel aus. Und vor allem ist das ja auch gemalt, wieder von einem Juden, von dem Oppenheimer. Deswegen passt das auch alles recht gut, finde ich. Ja, Goethe bekam dann auch einmal Besuch von meinem absoluten Lieblingsdeutschen, einem gewissen Heinrich Heine. Jetzt wollen wir nicht unbedingt auf diese Begegnung eingehen, aber warum ist Heine so eine interessante Figur? Ja, Heine ist insofern die Tragik Heines. Ist hier meiner Ansicht nach das Ausschlaggebende. Weil Heine von der Biografie her zerrissen ist. Er hat Identitätsprobleme, so sehe ich das, und weiß nicht genau, wo er hingehört. Er möchte dem Jüdischen entwachsen und ist ein Suchender eigentlich. Und da habe ich jetzt hier gerade was gefunden, auch im Buch. Er berichtet also seinem Freund Moser von seinem eintönigen Alltag beim Studium in Leipzig. Und dann zitiere ich jetzt Heine. Die Juden sind hier, wie überall,
unausstehliche, was schreibt er da, unausstehliche Schacherer und Schmutzlappen, die christliche Mittelklasse unerquicklich mit einem ungewöhnlichen Riches, das heißt Judenhass, die höhere Klasse ebenso im höheren Grade. Das Judentum war für ihn das tausendjährige Familienübel, die aus dem Nil mitgeschleppte Plage. Also, wenn ich als junger Mann, der vor seinem Staatsexamen steht, das so realisiere, dann muss ich, also für mich allein, wäre das schon eine unglaubliche Hypothek. Und er hat ja auch sofort, nachdem er das Examen gemacht hat, hat er ja auch den Glauben, hat sich dann spontan einen Monat später taufen lassen. Also, ja, er nannte das, glaube ich, das Ticket in die europäische Kultur, hat ihm aber wenig gebracht. Zum Beispiel, er hatte sich ja davon versprochen, Professuren zu bekommen, hat er nicht. Ja, das ist ja, das kann man so nicht sagen. Auch hier das Ticket für die Karriere, das ist in Preußen so gewesen. In Preußen war die Staatsreligion der Protestantismus. Aber nur in Preußen. Und in Preußen musste ich, um Beamter zu werden, vor allem auch höhere Beamter, Professor, musste ich Protestant sein. Das war natürlich in Bayern, war das nicht der Fall. Da haben Protestanten keine Karriere gemacht. Also während in Preußen Katholiken keine Karriere gemacht haben, aber schauen Sie einmal, Sie werden kaum Lehrstuhl finden, wo ein katholischer Professor war. Sie werden in der preußischen Armee keine katholischen Generäle finden und dergleichen mehr. Also, da waren die Katholiken ebenso ausgegrenzt in Preußen, aber in Bayern waren die Protestanten ausgegrenzt, weil Bayern war katholisch. So, und nun ist Heine, er hatte sich in Bayern unter Ludwig dem I. für eine Professur, und zwar einen Literaturlehrstuhl hat er sich beworben. Und in völliger Unkenntnis der Tatsache, dass er als Protestant ohnehin ganz schlechte Karten gehabt hat in München an einer Münchner Universität, hätte er katholisch werden sollen vorher, wenn ihm das wichtig gewesen wäre. Aber er hat auch den Realitätssinn hat ihn da verlassen. Ludwig, also die Universität selber, hatte zum damaligen Zeitpunkt zwei Professoren berufen. Und zwar war das als Professor der Philosophie wurde der 52-jährige Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling und als Professor für Geschichte der 51-jährige Joseph Görres berufen. So, die beide der romantischen Bewegung entstammten. Und Heine war zu diesem Zeitpunkt, soweit ich weiß, glaube 32 Jahre alt, ohne jeglichen wissenschaftlichen Nachweis und hat gemeint, er würde jetzt hier, oder hat gemeint, es sind andere Gründe, die ihn hier von dieser Professur ausgeschlossen haben. Aber allein im Berufungsverfahren, aufgrund der Biografie, die er bis dahin vorzuweisen hatte, war er chancenlos. Und dann hat er natürlich auch Gedichte dann gegen Ludwig den I. geschrieben und hat dann auch München verlassen, ist nach Paris gegangen. Aber hier meine ich, ein Mann, der 32 Jahre alt ist, der einen Doktor in Jura gemacht hat, zwar, aber nicht keine Veröffentlichung bis dahin hat, meint, sich hier um einen Lehrstuhl zu bewerben zu müssen. Die anderen, die waren über 50 Jahre alt, die waren 20 Jahre älter als er und hatten diese Veröffentlichung. Und da meine ich, da fehlt es einfach an der realistischen Selbsteinschätzung bei ihm. Mhm. Also das sehe ich daraus. Also und dass in München auch Judenprofessoren werden konnten, das war gar keine Frage. Das sehen wir ja an den Naumann. Der Naumann, der ist ja eine ganz besondere Persönlichkeit, die hier in München Karriere machen konnte. Und zwar ist der Naumann Sohn eines Vaters, der mit dem Bauchladen durch die Lande gezogen ist. Mit 13 wurde er in die Volljährigkeit entlassen, das ging damals so. Und der Karl Friedrich Naumann hat sich dann durch selbstständiges Studium hat er sich tatsächlich Sprachen beigebracht. Er hat dann letztendlich auch studieren können in München. Also das ist eine so unglaubliche Geschichte von diesem Karl Friedrich Naumann, der ein Weg, der bis in die gehobene Gesellschaft Münchens führte.
Also er war dann sogar Gründungsmitglied der zwanglosen Gesellschaft in München, die sich 1937 zusammenfand. Ja. Eine Gruppe spätromantischer Dichter sammelte sich da in einer bekannten Weinwirtschaft in München, glanzvolle Persönlichkeiten der Münchner Gesellschaft, da die großen Baumeister Thiersch, der Kubell, der Moritz Schwind, Germanisten Schmeller, Schriftsteller Graf Potschi und andere mehr. Und er gehörte dazu. Es hat weder die Herkunft gezählt, noch der Titel, noch sonst was. Das war alles verpönt in dieser Gruppe der Zwanglosen, die es übrigens bis heute noch gibt. Und er hat dann also, wie gesagt, dann in England auch studiert, ist dann nach China gegangen, hat auch vorher natürlich hat er es Chinesisch gelernt und ist nach China gegangen und hat in China Forschung betrieben. Unter anderem hat er dann 6000 Bände aus China mitgebracht, wichtige Werke, und die hat, da hat die Münchner Staatsbibliothek von denen die 3000 wichtigsten übernommen, und er hat dann hier in München den Lehrstuhl für Sinologie bekommen, der erste, der Begründer dieser wissenschaftlichen Disziplin. Also das finde ich ist eine ganz große Leistung, um auch zu zeigen, dass hier diese Voreingenommenheit nicht da war, sondern man davon grundsätzlich nicht ausgehen konnte. Also es ist alles äußerst differenziert, und ich denke, in vielen Fällen ist auch das persönliche Auftreten vielleicht maßgeblich und nicht die Herkunft. Ich denke, also damit ein bisschen mehr Abstand und mit ein bisschen mehr Menschlichkeit an diese Darstellung herangehen, meine ich mal. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, meiner Ansicht nach, nur diese Schwarz-Weiß-Malerei. Und deswegen gut ist unser Titel natürlich auch, wie gesagt, nicht ganz so einfach, Deutsche und Juden. Das ist natürlich, für ein Buchtitel ist das natürlich durchaus machbar. Aber letztendlich ist das ja so miteinander verwoben, ist durchwoben, es ist so vielschichtig, es ist sowas komplex, dass das nur als Titel dienen kann, und im Buch selber wird das ja aufgeklärt, dass es also so einfach überhaupt nicht sein kann. Und, ja. Und das ist uns auch ein Anliegen gewesen, diese Vielschichtigkeit aufzuzeigen. Und dass auch dieser Antisemitismus natürlich auch in der Gesellschaft unterschiedlich vorgekommen ist. Bestimmte Gesellschaftskreise, die ein unvoreingenommenes Verhältnis zu den jüdischen Mitbürgern hatten, da war das relativ problemlos. Nur da, wo sie sich nicht kannten, vielleicht nur auf geschäftlicher Ebene trafen, oder das dann, und natürlich auch, wenn man da, wenn man den geschäftlichen Erfolg gesehen hat, wie schnell oder wie sie in zwei Generationen Imperien aufbauen konnten, da kommt natürlich auch enormer Neid auf, denke ich mal. Aber wie gesagt, ich weiß es hier aus Münchner Familie, eine alteingesessene Familie, die hier vor dem Ersten Weltkrieg Kontakte hatte zu den die Familie, den Hertie, wie hieß er noch? Eine Hertie, der gehörte der Konzern Hertie. Mhm. Und da habe ich aus dieser Familie einige Überlieferungen bekommen, dass die wirklich engen Kontakt hatten zu diesen Familien. Die sind zusammen in die Renommee-Gymnasien gegangen. Da habe ich auch Bilder gezeigt bekommen. Also es hat diesen Antisemitismus in diesen Schichten zum Teil überhaupt nicht gegeben. Anders natürlich die Leute, die da aufsteigen wollten und gesehen haben, dass die Juden oder Vertreter dieser Gruppe, dass die besser waren als sie, schneller aufgestiegen sind und dann natürlich vor lauter Neid hier diese Gruppe angegriffen haben. Aber ansonsten ist mir das so nicht aufgefallen. Eine große Gestalt in der deutschen Geschichte, die kaum ein Deutscher kennt, und du hast ihn schon erwähnt, ist der Graf Potschi. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dem und dann noch mal ein wenig über die Gesellschaft der Zwanglosen. Ja, der Graf Potschi, das ist auch ein, wie soll ich sagen, ein interessanter Mann. Der war ja Kammerherr beim König, und hier auch schon ist er durch seine Eigenwilligkeit aufgefallen, hat also nicht alles gemacht, was man ihm so aufgetragen hat, sondern hat auch selbstständig gedacht und ist dann doch irgendwann mal vorzeitig auch pensioniert worden. Dieser Potschi hat also auch, er hat nicht nur Karikaturen gezeichnet,
Er hat ja auch die Figur des Kasperls Larifari hat er entwickelt und Stücke geschrieben dazu. Und es existiert ja jetzt seit 10 Jahren oder 15 Jahren hier auch eine Poci-Gesellschaft im Starnberger Raum, die also die Arbeiten von Graf Poci entsprechend wieder zur Geltung bringt. Also ein interessanter Mann, ein vielseitiger Mann. Er hat auch Musik gemacht. Und wie gesagt, er ist eines der wichtigen Gründungsmitglieder dieser zwanglosen Gesellschaft. Hier ging es darum, unabhängig von Religion, unabhängig von dem Sinn, Leute zu sammeln, und zwar zwanglos zu sammeln, die sich austauschen konnten. Wobei natürlich bei diesen Treffen, es sollte nicht über Politik geredet werden und es sollte auch nicht über Religion geredet werden. Also das war wohl so die Maßgabe. Und dass diese Gruppe bis heute noch existiert, zeigt ja, dass das durchaus ein erfolgversprechendes Rezept sein kann. Aber wie dem auch sei, der Friedrich Naumann scheint sich da sehr wohl gefühlt zu haben. Und wie gesagt, der von dem Grafen Poci gibt es eine interessante Karikatur über die Reise Naumanns nach China. Da hatte also ein Schiff, so eine kockenähnliche Schiff, wo die als Galionsfigur der Kopf von dem Friedrich Naumann drauf ist, und auf dem Rest vom Schiff, da tummeln sich die anderen Mitglieder der zwanglosen Gesellschaft. Also eine recht lustige Gruppe eigentlich. Und zeichnen wieder, dass in München, und das möchte ich jetzt auch sagen, dass in München, in Bayern, wir sprechen immer von der bayerischen Liberalität, dass da schon was dran ist. Also in Bayern war die Gesellschaft doch offener und freier, als das da in Preußen überhaupt nur der Fall sein konnte. Und wie gesagt, hier auch, während in Preußen jemand mit nicht protestantischem Glauben nicht Offizier werden konnte, im Regelfall. Das hatte auch seine Bewandtnis, weil der preußische König und später der Kaiser, es war ja immer der preußische König, nicht der Kaiser, der preußische König von seinen Bataillonskommandeuren verlangt hat, dass sie auch im Felde einen Gottesdienst abhalten können. Naja, das hätte ja ein Katholik nicht gekonnt und ein Jude schon dreimal nicht. Also konnten die auch nicht Kommandeure werden. Und das war natürlich hier in München und auch natürlich im Habsburgerreich deutlich anders. Und diese einfache Zuordnung zählt einfach nicht, dass man sagt, Juden konnten nicht Offiziere werden im Deutschen Reich oder im Habsburgerreich. Das stimmt nicht. Also wenn wir denken, 1900, das war die Krise vor dem Ersten Weltkrieg, 1913 hat der Kaiser Wilhelm II. Ja den General von Sandoz in die Türkei geschickt, damit er da Befehlshaber der Westtürkei werden konnte. Der Sandoz, General Sandoz, war jüdischer Herkunft. Und Wann hat er sich natürlich taufen lassen. Und dann gab es ja diesen Eklat, die Russen fürchteten einen deutschen kommandierenden General an ihrer Südgrenze und haben entsprechend Druck auf Berlin gemacht. Und dann hat der Kaiser das Problem sehr einfach gelöst. Der hat den Liman von Sandoz zum Marschall befördert und dann wurde der Befehlshaber für die gesamte Türkei. Ja. Nee, bitte. Ja, und dieser Liman von Sandoz hat dann natürlich auch, wie gesagt, war mitverantwortlich bei der Schlacht in Gallipoli 1915, wo die Briten dann zugeschlagen worden sind. Also nicht, das war ein deutscher General im Ersten Weltkrieg, der jüdische Vorfahren hatte. Ja, zum Ersten Weltkrieg kommen wir auch noch. Aber lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Und zwar, du hattest ja gesagt, dass Heinrich Heine nach Paris ging. Warum tat er das? War das eine Entscheidung gegen Deutschland? Oder? Und was machte er da? Ja, er war in München verbittert, obwohl er hier Freunde hatte. Der Klett-Kramer-Verlag, der hat sich ja persönlich um ihn gekümmert. Der Klett-Kramer ist persönlich beim König vorstellig geworden, um für ihn zu werben, um für ihn die Professur zu erwirken. Also er hat hier in München auch Freunde gefunden. Und trotzdem ist er dann aus Verärgerung nach Paris gegangen Hatte das nicht auch damit zu tun mit Begeisterung der französischen Zustände?
Ich weiß es nicht. Also das wird geschrieben zwar, aber ich denke mir, er hat hier einfach, er war einfach verärgert, er war in seinem Ego getroffen, dass er hier nicht Professor geworden ist und hat dann einfach die Konsequenzen gezogen und ist dann nach Paris gegangen. Vielleicht hat auch natürlich, dass in Paris natürlich das politische Leben viel offener war, dass sich da gerade viele denken, es wird in Paris, war denn dann noch in Paris, die linken Gruppierungen, die sich da in Paris schon gesammelt haben, also dass er da ein anderes und besseres für sich, besseres Umfeld erwartet hat. Denke ich mal. Ja. Aber was machte er da? Er war ja eigentlich ein Mittler einer anderen schwierigen Beziehung, nämlich zwischen Deutschen und Franzosen. Ja, das ist richtig. Er war ein Mittler, der ist zum Mittler geworden, das kann man schon sagen. Und einer, der ewig zwischen den Stühlen stand, aber ja, zwischen allen. Ja, das ist richtig. Aber er hat versucht, also den Franzosen zumindest die deutsche Denkweise so weit nahe zu bringen und umgekehrt den Deutschen die französische. Also man kann ihn durchaus als Mittler zwischen diesen beiden Welten bezeichnen. Da muss ich Ihnen völlig recht geben. Und aus seinen Gedichten und seinen Schriften, da geht ja eindeutig, ist ja abzulesen, dass er an Deutschland doch unglaublich gehangen hat. Also Heine ist eigentlich das personifizierte, meiner Ansicht nach, das personifizierte deutsch-jüdische Dilemma. Das ist an ihm abzulesen. Einmal diese Liebe zu diesem Deutschland, was für ihn ja nur so diffus vorhanden war, aber er hat das gespürt, er spürte hier seine Wurzeln und hat das einfach nie loslassen können. Das hat ihn nie losgelassen. Und das ist das, was ich auch bei vielen anderen jüdischen Biografien feststelle, dass die Verwurzelung zu Deutschland, dass die sowas von stark ist, dass das wirklich mich manchmal auch sehr traurig stimmt, dass sie dann so enttäuscht worden sind. Das ist eine ganz tragische Seite dieses deutsch-jüdischen Verhältnisses, meiner Ansicht nach. Okay, dann machen wir hier mal einen kleinen Schnitt. Wir beide schweigen jetzt ein wenig. Und zwar hören wir stattdessen einmal eine Rezitation von Jorge Luis Borges, einem großen argentinischen Schriftsteller, unter anderem eigentlich der Begründer des magischen Realismus. Und er zitiert ein Gedicht von Heinrich Heine auf Deutsch. Er war des Deutschen mächtig und es heißt: Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Ich hatte einst ein schönes Vaterland. Der Eichenbaum wuchs dort so hoch. Die Veilchen nickten sanft. Es war ein Traum. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang, das Wort, ich liebe dich. Es war ein Traum. So, da sind wir dann wieder zurück, nachdem wir ein schönes Gedicht über ein schönes Vaterland gehört haben. Und fahren vielleicht einmal fort mit einem etwas jüngeren Zeitgenossen von Heinrich Heine, der ihn auch in Paris besuchen kam. Und das ist jemand mit dem Namen Ferdinand Lassalle. Erzähl uns doch mal ein wenig über diesen Menschen. Ja, der Ferdinand Lassalle ist ja der Vater, wenn wir so wollen, unserer heutigen sozialdemokratischen Partei. Und er ist zugleich Sozialist und auch bon vivant. Es ist eine insofern tragische Figur, der mir aber sehr nahe steht, muss ich sagen, weil ich mich in diese Figur recht gut hineinversetzen kann. Er hat auch zunächst seine Schullaufbahn, hat er die Handelsschule besucht, abgebrochen und dann gegen den Willen seines Vaters hat er dann auch Selbststudium betrieben, und zwar so, dass er dann an der Universität angenommen worden ist. Er hat dann studiert, unter anderem ja auch Philosophie. Er war Hegel-Anhänger und dann zog es ihn natürlich auch nach Paris, wo er Freundschaft dann mit Heinrich Heine schloss. Lassalle hatte ja recht viel Geld eigentlich, durch die Gräfin, für die er sich ständig duellierte. Ja, die Gräfin Warnhagen. Ja. Er hat sie also, das ist ja, ja, er ist, ich finde schon eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Also er hat schon als Zwölfjähriger
hat er sich mit Mitschülern wegen einer 14-Jährigen quasi duelliert. Das heißt also, dass er ein hitziger junger Mann war. Und mit 20 Jahren hat er die doppelt so alte Gräfin Farnhagen kennengelernt, bei der er dann auch gewohnt hat. Aber wie gesagt, es ist nicht überliefert, ob die auch ein näheres Verhältnis zueinander hatten. Aber wie gesagt, er hat, glaube ich, 5 oder 7 Jahre bei ihr gewohnt und hat dann für sie auch dann Prozesse geführt und dergleichen mehr. Und sie war ihm dann so dankbar, dass sie ihm eine Rente gegeben hat. Und dank dieser Rente konnte er natürlich auch ein freies Leben führen. Und entsprechend sich auch dann für die Arbeiterbewegung einsetzen. Er hatte ja da auch beeindruckende Reden gehalten im Ruhrgebiet. Aber wie gesagt, er ist schon eine besondere Persönlichkeit. Er sagt, er ist ja vom Herzen ein Republikaner, aber wenn man ihn zum König machen würde, würde er auch schlagartig Monarchist sein können oder werden. Ich meine, das ist einfach, ja, diese Ehrlichkeit, die daraus spricht, hat mich einfach fasziniert. Das muss ich schon sagen. Und er hat auch keine Scheu vor großen Tieren. Wie gesagt, er hat auch dann versucht, mit Bismarck zu paktieren und so weiter. Also ein ganz moderner Sozialdemokrat, wenn man das so feststellen kann, wenn ich da jetzt so an Gerhard Schröder denke. Ja, kommen wir mal dazu. Wir haben jetzt über einige jüdische Geistesgestalten gesprochen. Kommen wir mal zu einer deutschen Geistesgestalt, die alles andere als sozialdemokratisch eingestellt war. Und zwar der Philosoph Friedrich Wilhelm Nietzsche. Der hatte ja ein, würde ich mal sagen, unter allen deutschen Geistesgrößen die vielleicht interessanteste und weil spannungsgeladenste Haltung zum Judentum. Ja, Friedrich Nietzsche wurde ja von den Nationalsozialisten vereinnahmt, weil die einfach das seine literarischen Vorgaben vom Übermenschen. Hier meinte Nietzsche eigentlich, dass sich der Mensch aus sich heraus höher entwickeln soll. Und kein Herrenmensch, von dem Herrenmenschen hat er überhaupt nicht gesprochen. Er meinte nur, dass der Mensch sich höher entwickeln soll. Und da arbeiten wir alle dran. Aber nicht vom Herrenmenschen. Und die Nationalsozialisten haben das ausgelegt, er meint hier den Herrenmenschen, was überhaupt nicht der Fall ist. Er hat auch, zunächst war er auch ein Verehrer von Wagner. Und von Wagner wissen wir ja, dass Wagner durchaus als Antisemit zu gelten hat, bis er sich dann von Wagner abkehrt und wirklich Front auch gegen den Antisemitismus macht. Ja, also, aber lass mich nochmal kurz hier einen Haken machen, weil der andere Säulenheilige von Nietzsche war ja zeitlang Schopenhauer. Welches Verhältnis hatte Schopenhauer zum Judentum? Ging es ihm eigentlich am Hintern vorbei? Ja, also da muss ich jetzt im Moment passen. Also mir ist da nichts Näheres eigentlich bekannt über Schopenhauer. Nein. Na gut, der hat sich um seinen Pudel gekümmert, kommen wir wieder zu Heine. Ja. Also Heine. Nietzsche, Entschuldigung. Nietzsche, ja. Nietzsche, ein großer Heine-Verehrer, jedenfalls der Dichtung von Heine. Ja. Und und Nietzsche vor allem, das ist ja das Faszinierende, ich war dann in Sitz-Maria in dem Nietzsche-Museum und da sind mir der 28-seitige Brief von Oskar Levi ist mir da auch besonders aufgefallen. Und er hat ja an Adolf Hitler geschrieben und ihm vorgeworfen, dass er Nietzsche missbraucht. Er sagte, er, Oskar Levi, ist ein Nietzsche-Verehrer und dann kann es ja wohl kommen sein, dass Hitler auch ein Nietzsche-Verehrer ist. Und man hat ihm genau aufgezählt, wo die Nationalsozialisten diesen Nietzsche ins Gegenteil verkehren. Das hat ja auch gewisse Gründe, die mit seiner ewig blöden, doofen, gar nichts begreifenden Schwester zu tun hatte. Ja, das war die Schwester Elisabeth Förster. Von der ja dann Hitler auch noch den Spazierstock des Herrn Nietzsche bekam. Ja, genau. Also da kann man nur sagen, dass aber die Schwester hat ihren Bruder unglaublich vermarktet. Ich kann mir vorstellen, der ist ja 1890 verstorben, nach 11 Jahren Umnachtung quasi. Und in die Zeit hat die Schwester, gut, das ist ihr Verdienst, dass sie das Archiv geführt hat. Und zwar wohl, mag auch das ein oder andere entsprechend verändert haben dabei.
und dem eigenen Stempel aufgedrückt haben, aber wie dem auch sei, dass das soweit erhalten ist, das ist das Werk der Schwester. Und sie hat das wirklich toll vermarktet. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Und aber wie gesagt, Nietzsche selber wurde ja entdeckt zunächst einmal von dem Georg Brandis, genau, aus Kopenhagen. Nicht der, der weder Deutsche noch Arier war und eigentlich Morris Cohen hieß. Mhm. Und bereits in seinen Vorlesungen von 1888 machte Brandis das Werk Nietzsches europaweit bekannt. Ja. Und das ist das Faszinierende dabei. Also hier, da hat seine Werke wären einfach verloren gegangen, wenn nicht Brandis das so rechtzeitig publiziert hätte. Ja, er nannte Nietzsches Philosophie radikalen Aristokratismus. Unter anderem eine der letzten schriftlichen Verlautbarungen von Nietzsche war: Ich habe soeben den Befehl gegeben, alle Antisemiten zu erschießen. Aber das nur so am Rande. Ja, das ist aber von seinem Wahnsinnszettel schon, oder? Das stimmt. Ja. Vielleicht kam da aber auch mal klar zum Ausdruck, was sich vorbereitete und rumorte in dem Mann. Ja, möglich, ja. Also das muss er ja geschrieben haben, so 1888. Ja, in Turin, 90, ja. Ja, in Turin. Und das war, da wird auch, soweit ich weiß, über diese Aussagen, über seine Zettel, die er dann unterschrieben hat, entweder mit der Gekreuzigte oder Dionysus, hinterfragt, ob das überhaupt noch so weit von ihm übernommen werden darf. Ob er nicht schon so verwirrt war, kann ich so nicht beurteilen, weiß ich nicht. Aber er war eigentlich auch dabei, dem deutschen Kaiserreich den Krieg zu erklären und den deutschen Kaiser, den jungen Kaiser, der noch nicht mal sein Kutscher hätte sein dürfen, zu füsilieren und so weiter. Jetzt sind wir halt so in der Zeit des deutschen Kaiserreiches. Und dann gehen wir auch mal so langsam eigentlich dann auf das Ende des Kaiserreiches zu, nämlich das, was dann jetzt vor 100 Jahren passierte, nämlich der Erste Weltkrieg. Aber darf ich dazu noch was sagen, was mir da bei ihm gefallen? Und zwar ist das in der Götzendämmerung. In der Götzendämmerung hat er im Kapitel 5 einen Absatz, der überschrieben ist, was den Deutschen abgeht. Ja, super. Der Abschnitt ist einfach faszinierend. Ich habe den jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber nur so ganz grob. Der ist für mich also ganz wichtig. Wenn wir jetzt unsere heutigen Historiker haben, die haben gesagt, die Kontinuität von Wilhelm II. Zu Hitler. Und die laufen beschrieben wird. Das macht ein C.G. Röhl und viele andere auch. Und da sollte man Nietzsche lesen, der da Zeuge ist. Da war ja doch voll in geistiger Blüte. Der hat also geschrieben, nachdem Bismarck, die Politik Bismarcks und Wilhelm I., die waren das Verhängnis. So beschreibt er das. Die waren das Verhängnis. Hier war alles schon so festgezurrt, dass das, was der Kaiser Wilhelm II. Gemacht hat, da nur unterzuordnen ist. Der Weg war vorgegeben von Bismarck. Also so schreibt er das, der deutschen Maßlosigkeit. So ungefähr. Diese deutsche Maßlosigkeit, die hat er in diesen beiden Personen ausgemacht. Und da meine ich auch, die Kontinuität zu später ist von Bismarck. Das hat er meiner Ansicht nach sehr richtig erkannt. Ja. Das ist jetzt so am Rande. Und Nietzsche hat ja alles eigentlich mehr oder weniger kritisiert auf einem sehr hohen Niveau, aber auf ganz hohem Niveau, wenn es dann eben um die Deutschen ging. Und von denen ist er ja auch gegangen. Und das hatte nicht damit nur mit zu tun, dass hier so ein schlechtes Klima ist, was ihm nicht wohltat. Ja, also ganz nachvollziehen kann ich das so auch nicht. Also er hat ja mit seinen Büchern hat er ja kaum was verdient. Ja. Trotzdem hat er gelebt. Und er hat ja eine Professur in ganz jungen Jahren in Basel seine Professur bekommen. Und dann, wie alt wird er gewesen sein? Ich denke, er ist mit 27 der Professor geworden. Und da war noch keine 40, denke ich. Hat er nur 11 Jahre gearbeitet. Und da ist es ihm geglückt, von der Universität Basel eine Pension zu bekommen. Ja. Und diese Pension hat es ihm ermöglicht, weiter zu schreiben und dann, wie gesagt, auch die Reisen zu unternehmen, in Sils Maria zu leben, während des Sommers und dergleichen mehr. Also, das ist schon eine interessante Geschichte, mehr oder weniger. Was er, diese Widersprüchlichkeit auch, zunächst meldet er sich 1870 für den deutsch-französischen Krieg, da möchte er mitmachen, er möchte kämpfen und ist auch ganz stolz, dass er in Naumburg bei der Kavallerie gedient hat.
Aber er ist einfach untauglich und dann darf er als Sanitäter da arbeiten, wird dann auch krank und er verherrlicht ja in seinen Werken auch, also sprach Zarathustra, unter anderem den Soldaten, das Bild der Soldaten, verklärt er hier und selber wäre es gerne gewesen. Und dann, wie gesagt, auf der anderen Seite das zu kritisieren, dieses Preußentum. Ja. Da sehe ich einen Bruch drin, den ich mir so nicht unbedingt erklären kann. Jetzt ist es ja so, in der Zeit, wo Nietzsche dann seine höchsten Höhen erreichte und eigentlich auch die der deutschen Sprache, in der Zeit hat das Deutsche Reich ja nicht wirklich Krieg geführt. Dann kam es dann aber doch zum Krieg, wo ja auch häufig gesagt wird, dass der von langer Hand geplant war, von Deutschland. Möchte ich mal ein Fragezeichen stellen. Aber was ich jetzt eigentlich von dir wissen wollte, wie war das denn dann, wie waren denn die deutschen Juden begeistert vom Krieg oder waren sie es nicht? Waren sie so wie alle? Da muss man Folgendes sagen, die jüdische Bevölkerung, also ein Großteil, muss ich nur sagen, das war ja nicht homogen. Von den über 500.000 jüdischen Mitbürgern, viele fühlten sich ja auch gar nicht als Juden, sondern die waren in erster Linie waren Deutsche und haben auch gar nicht mehr gewusst, dass sie Juden waren. Viele waren absolut deutschnational auch eingestellt. Das heißt also, und auch die orthodoxen Juden hier haben in Deutschland ihr Vaterland gesehen. Und für sie war dieser Kriegsausbruch 1914, war von der Kriegsschuldfrage, da hat es gar keine Kriegsschuldfrage gegeben. Für sie war Deutschland das angegriffen, es befand sich in der Abwehr und der böse Feind war Russland. Und sie haben gesagt, sogar die Rabbiner, wir müssen jetzt den heiligen Krieg führen gegen dieses Russland. Wenn wir zurückdenken, nur 10 Jahre zuvor oder 9 Jahre zuvor hatten wir die Pogrome in Russland, wo also dass die Zarentruppen da und die Bevölkerung natürlich auch zum Teil Pogrome schuldig gemacht haben. Das war hier alles bekannt. Und deswegen, wie gesagt, viele, die ja aus dem Osten Polen gab es ja damals nicht vom Ersten Weltkrieg, gehörte zu Österreich, im galizischen Raum oder es gehörte zu Russland, die dann hier in den Westen kamen. Die hatten alle waren sowas von gegen Russland eingestellt und das hat sich natürlich auch übertragen hier in den jüdischen Zeitungen. Für die war also dieser Kriegsbeginn war ein Kampf gegen dieses ungläubige Russland. Und sogar in New York haben sich jüdische Freiwilligenregimenter gebildet, die hier hätten kämpfen wollen. Also das ist eine ganz tragische Entwicklung meiner Ansicht nach. Sie haben sich hier voll aufgeopfert. Sag mal, eine Sache, die ja auch, glaube ich, da eine Rolle spielt, ist die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion kommen auch nicht von ungefähr aus Russland. Die kommen aus Russland, ja. Also da ist, ja, wie soll man gemeint, das ist die über die Geheimpolizei, die zaristische Geheimpolizei, da in Umlauf gebracht worden ist. Kann ich auch nicht mehr sagen jetzt im Moment. Mhm. Es ist ja als Fälschung entlarvt, aber wie gesagt, welche Zielsetzung die jetzt hatten im Einzelnen, kann man auch nur spekulieren. Das möchte ich an der Stelle eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, richtig, was Sie sagen, die kommen aus Russland und es zeigt denn, dass sie von der russischen Geheimpolizei des Zaren kommen. Ja. Aber das kann natürlich auch jemand allein, das muss nicht vom Zaren kommen. Das können natürlich auch untergeordnete höhere Beamte gewesen sein, wie auch immer. Da will ich mich aber auch nicht festlegen. Aber sagen wir mal, das prozentuale Verhältnis der deutschen Juden zu den anderen Deutschen, gemessen an ihrem Anteil eben an der Bevölkerung, war mehr oder weniger dann im Ersten Weltkrieg gleich. Also wir können da, das ist ein kleines Rechenexempel. Also das deutsche Volk von der Gesamtbevölkerung im Ersten Weltkrieg, habe ich die Zahl nicht genau bekommen, es können aber auch so 70 Millionen gewesen sein, denke ich mal, oder? 70 Millionen? Ja, ich glaube, es war ein bisschen weniger, aber okay, so nehmen wir jetzt 70 Millionen. Nehmen wir 70 Millionen und die 70 Millionen haben 11 Millionen Soldaten gestellt. Mhm. So.
insgesamt. Und die 500.000 Juden in Deutschland, die haben über 100.000 Soldaten gestellt. Das heißt also, wenn ich jetzt nochmal ganz grob überfliege, sind das sogar mehr prozentual, als die Gesamtbevölkerung gestellt hat. Ja. Und von den Gefallenen auch. Und von den Gefallenen auch. Also sie haben sich hier wirklich, wirklich aufgeopfert. Und dann kam natürlich die beschämende Judenzählung im Jahr 1916. Das ist natürlich eine ganz traurige Geschichte meiner Ansicht nach. Und das muss natürlich zu Recht auch viele Juden verbittert haben, die hier so einen hohen Blutzoll gebracht haben. Ja, das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, kann man nicht anders sagen. Und diese Judenzählung, die wurde ja veranlasst, wieder natürlich von den rechtsstehenden Parteien im Reichstag. Da wurde das eingebracht, dass hier einmal eine Zählung stattfinden soll an der Front, wer hier wie viele Frontsoldaten jüdischer Herkunft sind, um das einmal zu vergleichen. Und das ist natürlich einmal eine große Dummheit, und ich habe versucht, auch das einmal hier im Buch soweit deutlich aufzuzeigen, dass diese völlig falsch ist. Es waren wirklich ein paar nationale oder Alldeutsche, all unser Klass, die das verlangt haben. Gut, jetzt muss man aber auch vorne wissen, wenn ich in bestimmten Kommandanturen, also die jüdischen Soldaten, also die jüdischen bürgerlichen Familien, das waren ja meist bürgerliche Familien, hatten damals auch 1 bis 2 Kinder nur, lebten in den Städten. Und da ist klar, das war ähnlich wie die Protestanten, die bürgerlich, im gleichen bürgerlichen in der Gesellschaft ihre Kinder großzogen, die waren auch nicht so gesund wie die katholischen Bauernkinder, die barfuß das ganze Jahr über in der Gegend herumgelaufen sind. Also das hat sich einfach bei der Musterung so ergeben, dass für den Schützengraben, da waren jetzt halt diese bäuerlichen jungen Männer besser geeignet als ein schwächlicher, sagen wir mal so, nicht so konditionierter junger Mann, der hier studiert hat, den habe ich ja woanders einsetzen müssen. Und vor allem, wenn er mehrere Sprachen spricht, dann nehme ich den hin doch in die Aufklärung rein, dass er mir da übersetzt, dann nehme ich die natürlich in die Kriegswirtschaft. Brauche ich solche Leute, die kaufmännisch geschult sind, mehrere Sprachen sprechen. Das heißt also, wenn ich da das im Krieg, das Personal mir geschickt aussuche, für den richtigen Mann oder Frau jetzt heute, auf den richtigen Posten, dann war es natürlich so, dass die jüdischen jungen Männer im Regelfall besser ausgebildet waren, mehr Sprachen sprachen, als das der andere Durchschnitt war. Also kamen die natürlich auch besser in die Verwendung von höheren Stäben. Ist doch völlig logisch. So, und das haben manche gesehen wohl und haben gesagt, mein Sohn kämpft an der Front und hier sehe ich da in dem Kommando, da sehe ich hier doch den einen oder anderen Juden. Wie kann das sein? Das war wohl die Ursache. Wieder der Neid. Unfähig zu erkennen, dass man hier die Leute einsetzt nach ihrem Können und nach ihren Fähigkeiten. Und so kam es zu dieser unsäglichen Judenzählung 1916. Und dabei ist natürlich nichts rausgekommen. War ja klar, dass da nichts rauskam. Ja, lass uns mal über einen absoluten Könner sprechen. Und zwar eine große Gestalt auf der Entscheidungsebene im Ersten Weltkrieg. Gab es nicht wahnsinnig viele, hüben wie drüben. Und das war Walter Rathenau. Ja. Walter Rathenau ist für mich einer der großen, ganz großen Männer, in den ersten ist ja nur 22 Jahren des 20. Jahrhunderts, weil dann ist ja 1922 erschossen worden. Walter Rathenau, Sohn von Emil Rathenau, dieses große Imperium, der war ja zugleich auch schriftstellerisch tätig, war Philosoph, hatte philosophische Anwandlung, will ich mal so sagen. Er war für mich ein ganz großer Hoffnungsträger für dieses Land, der auch sich dann im Krieg an wichtiger Position befand. Und der managt da eigentlich hier den Krieg. Der managt auch die Wirtschaft natürlich, also genau an der richtigen Stelle wieder. Und wenn man das einmal vergleicht, dass die deutsche Armee 4 Jahre lang bei einer Blockade um das Land herum, mehr oder weniger, dass die so lange Krieg führen konnten, das war unter anderem auch dem Walter Rathenau mit zu verdanken.
Gut, das kann man das natürlich auch anders sehen und sagen, hätte er nicht diese Fähigkeiten gehabt, der wäre der Krieg schon früher aus gewesen. Es ist schwierig. Und als Ludendorff dann vor lauter Panik, Ludendorff und Hindenburg, dann Ende Oktober 1918 auf einmal forderten, der Krieg muss sofort eingestellt werden, in Panik, da ist er ganz ruhig gewesen, der Walter Rathenau, und hat gesagt, gerade in dieser Situation sei es unverantwortlich, alles hinzuschmeißen und die Niederlage zu erklären, sondern jetzt müssen wir klar denken, jetzt brauchen wir den geordneten Rückzug auf die andere Rheinseite, weil er davon ausging, dass die Franzosen wie die Engländer sowas von geschwächt und sowas von kriegsmüde sei, die würden nicht über den Rhein kommen. Und damit man geordnet zum Rhein kommen könnte, hat er gefordert eine Levée en masse, das heißt, dass das Volk da aufsteht und das nochmal voll in den Kampf rein, um diesen geordneten Rückzug bis zum Rhein zu machen. Und dann hat er gesagt, dann ist der Krieg soweit vorbei. Und das wäre die Voraussetzung, damit hier ein Frieden möglich wäre, so wie im Wiener Kongress 1815. Also ich denke, das war von ihm meiner Ansicht nach gut. Ich meine, der Ossietzky wettert über ihn. Er sieht in Walter Rathenau einen ganz schlimmen Imperialisten. Gut, das darf Ossietzky meiner Ansicht nach, aber ich bin der Meinung, dass man Rathenau auch zuhalten muss, dass er wirklich ein verantwortlicher Mann war, der das Wohl aller im Auge hatte und dass wir ihn in diese Lösung wirklich diesen Frieden gebracht hätte. Und dann, wenn es so gekommen wäre, das ist jetzt natürlich rein spekulativ, dann hätte, wenn es diesen Frieden gegeben hätte, der ausgehandelt worden wäre, wie in Wien 1815, ja, dann wäre höchstwahrscheinlich ja kein Zweiter Weltkrieg mehr gekommen. Ich weiß es nicht. Aber also für mich sehe ich die positiven Seiten. Wie gesagt, der Herr Ossietzky sieht das natürlich völlig anders. Er sagt, das ist ein ganz schlimmer Imperialist, dieser Rathenau, der sogar den Krieg vorsetzen wollte und der dann auch die Vorbereitung für den nächsten getroffen hätte. Also ich will das so nicht sehen, ich kann das so nicht sehen. Ich meine, es ist ein äußerst verantwortungsvoller Mann. Und deswegen wurde der ja auch von den jungen Offizieren, die ihn dann 1922 ermordet haben, ausgesucht. Weil sie haben ganz, ganz explizit einen wichtigen Exponenten gesucht. Und das haben sie nicht viele gefunden. Ihn. Und der wurde dann ja auch 1922 von dieser angeblichen Organisation Konsul erschossen. Also das ist mit Sicherheit eine ganz tragische Geschichte. Und der Walter Rathenau, meine ich zumindest, der hatte 1913 eine Denkschrift verbreitet über einen Wirtschaftsraum hier in Mitteleuropa, der fast die Ausdehnung hatte unserer heutigen EU-Zone. Der Eurozone und hat gemeint, wenn wir hier in Mitteleuropa diesen Wirtschaftsraum schaffen können, dann wäre das ein Gegengewicht zu dem britischen Empire und dann wäre der Entwicklung Mitteleuropas ganz anders gestaltet werden können. Also er war ein Visionär auch, was das angeht. Ja, und dann noch die Anbindung mit der Bagdadbahn. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja, die ja. Bagdad, er hat in großen Räumen gedacht und er hat, wie gesagt, also ich bin ja auch der Meinung, dass die Wurzeln des Ersten Weltkrieges liegen, natürlich, es ist sehr komplex, einzelne Gründe, aber der Gesamtgrund, meiner Ansicht, die ganz große Klammer, die in diesen Ersten Weltkrieg führte, als Ursache, das Großkapital, das ist, sind die Finanzeliten und die das gewollt haben. Und da müssen wir noch weiter zurückgehen. Aber wieder diese Interessen, und das sind die gleichen Interessen, wie wir sie heute sehen bei den Finanzblasen, bei den Angriffen auf Währung und dergleichen mehr. Es sind die gleichen Leute und das gleiche System, das dahinter hängt, meiner Ansicht nach. Sagen wir mal so, wenn da jetzt jemand aufjault bei dem, was du sagst, wir werden uns demnächst wieder treffen zu einem Interview. Deswegen, es ist ja so, du schreibst gerade mit Willy Wimmer zusammen ein Buch zum Ersten Weltkrieg. Genau. Dann können wir ja mal gucken, was ihr dann zu erzählen habt und wie ihr das auch dokumentiert, was ihr da zu sagen habt. Lass uns aber mal mit einer Sache weiterfahren. Nämlich, jetzt verliert das Deutsche Reich ja den Ersten Weltkrieg.
Und eine der verheerenden Auswirkungen ist dann im Grunde genommen auch eine große antisemitische Welle in Deutschland. Ja, richtig. Also die Vorbereitung für diese Welle, also rein propagandistisch, wurde ja schon gelegt mit dieser von mir angesprochenen Judenzählung. Aber ich denke, hier kommt noch mehr zusammen. Wir haben hier den Zusammenbruch der Wirtschaft, wir haben katastrophale Verhältnisse in Deutschland. Und hier spielt, und das ist etwas, was man jetzt wirklich über langen Zeitraum verfolgen kann, die Kondratjew-Zyklen greifen hier. 1918 noch auf dem Höhepunkt und dann geht das runter, steil nach unten. Also wir haben 1918 die dritte Spitze eines Kondratjew-Zyklus und der geht dann runter und dann wieder bis 1973 anzusteigen, 73 wieder runter und ab 2002 jetzt auch wieder runter. Und immer mit diesen Abschwungsphasen ist ein zunehmender Antisemitismus festzustellen. Überall. Ja. Das ist also, das ist eigentlich ja faszinierend und ich denke, wenn man sowas weiß, dann kann man ja auch dagegen arbeiten. Man weiß, wir sind jetzt an einem Abschwung, da heißt es aufzupassen, meine ich mal. Und 1918 war der dritte dieses Absprungs, der dritte Zyklus, wo wieder verstärkt Antisemitismus aufgekommen ist. Jetzt hatte das ja, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, mit der Brunnenvergiftung, sage ich mal, der Dolchstoßlegende. Wo kommen die denn her? Ja, also zunächst, das ist eine gute Frage, aber sehr schwierig zu beantworten. Mhm. Die so salopp benutzt, das ist schwierig, ist sie zu beantworten. Also wenn ich die als Propaganda-Waffe nehmen will, dann mag das ja alles sein, aber feststellen darf ich jetzt mal an dieser Stelle, die Aussage, im Felde unbesiegt, kommt von Friedrich Ebert, dem ersten Reichspräsidenten. Von ihm. So, die kommt nicht von Ludendorff, dem Dummkopf. Nicht von, die kommt von Ebert. Also ja, Ludendorff, das ist ja nur ein einschichtiger Soldat, also ohne Weitsicht. Also wirklich nur ein einfacher militärischer Planer, der diesen Handstreich gegen Lüttich als Generalstabsoffizier geplant hat. Jahrelang nichts anderes gemacht. Stellen Sie sich vor, Sie machen als erwachsener Mann im Alter von 40, 45 Jahren nichts anderes, als diesen Handstreich auf Lüttich zu planen. Da muss man doch krank werden an der Seele. Denke ich mal so. Ja, in den 1920ern konnte man sich dann angucken, wie krank Herr Ludendorff dann war. Ja, also nochmal. Ja, nein, ich sehe es wirklich so. Mhm. Wenn sich ein erwachsener Mann mit derartigen Themen so intensiv beschäftigen muss, das gilt natürlich auch für die andere Seite in England. Der General Henry Wilson hat das genauso gemacht. Mit gleichem Ergebnis letztendlich. Also diese Männer denken sowas von einschichtig und dann läuft sowas natürlich auch, wenn das denn mal losgeht, dann läuft das nach deren Plan ab. Das ist ihr Plan, ihr Baby, sage ich jetzt mal, und das muss jetzt geboren werden. Das war bei Ludendorff so mit dem Handstreich gegen Lüttich und das war so mit dem Henry Wilson, mit den sechs britischen Divisionen in Nordfrankreich. Also das war sein Baby. Das musste, egal was. Bei Kriegsbeginn am 1. August 1914 war wirklich für diese sechs Divisionen die einzelnen Kaffeeausgaben in Nordfrankreich schon geregelt. Alles war geregelt. Mhm. Und der ist auch in den sechs Jahren vorher, dieser Henry Wilson, durch Belgien und durch die Frankreich gefahren, hat sich mit dem Fahrrad durchgefahren, jede Straße geprüft und dergleichen mehr. Also wenn ich in so einer Szene lebe über diese Jahre, da kann ich ja gar nicht anders als auf diesen Krieg und kann nur hoffen, dass mein Plan auch so umgesetzt wird. Also ich bin froh, dass ich habe selber als junger Hauptmann auch diese Mobilmachungsplanung gemacht. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich sage es Ihnen, Sie wären krank daran, an solcher Tätigkeit. Und bin froh, dass ich es nur anderthalb Jahre gemacht habe. Und dann bin ich ja ausgeschieden aus der Bundeswehr. Mhm. Aber ich weiß, was es bedeutet, verstehen Sie? Ich weiß es. Und ich habe die Befehle dafür geschrieben auch, beziehungsweise ich habe sie entworfen und mein Kommandeur hat sie dann, nachdem er sie geprüft hat, unterschrieben. Also, da ist von diesen Männern ist da wenig zu erwarten, meiner Ansicht nach. Ja, aber kommen wir jetzt wieder zu der Dolchstoßlegende zurück. Also, die Dolchstoßlegende, ich will mich da nicht festlegen. Also, zunächst heißt es ja, es war mal ein englischer General und dann heißt es wieder, es war kein englischer General. Also die Aussage im Felde unbesiegt, das haben natürlich der Ludendorff und die anderen Generäle auch gesagt. Es war ja auch offensichtlich so, sie waren ja im Felde unbesiegt. Aber diese Dolchstoßlegende, ich halte einfach
einfach das Land war ausgehungert, die Revolution vorbereitet, klar. Für mich persönlich, wenn ich denke, in München, also ich muss vorwegschicken, dass ich den Erhard Auer, den bayerischen SPD-Vorsitzenden, da 1918 wirklich sehr verehre, weil der ist das uneheliche Kind einer Magd und in einem bayerischen Dorf dann als Gemeindearmer aufgewachsen. Hat sich auch als Autodidakt weitergebildet und so weiter und war dann der Vorsitzende der SPD hier in Bayern. Und der hat mit Beginn der Waffenstillstandsverhandlungen am 7. November 1911 beginnen. Da hat er am 6. November einen Aufruf gemacht und die Münchner Bürger auf die Theresienwiese bestellt. Für eine Friedenskundgebung. Da sind 100.000 Menschen auf diese Theresienwiese gestürmt. Und anschließend wurden Reden gehalten und es wurde einfach Aufruf an den Frieden, Aufruf an die Vernunft. Und anschließend ist er mit denen von der Theresienwiese zum Friedensengel marschiert. Durch die Stadt. Also eine unglaubliche Kundgebung. Und gleichzeitig aber, während dieser Zug mit 98.000 Mann sich im Marsch zum Friedensengel bewegt, nimmt Kurt Eisner mit 2.000 Leuten, passiert, rollt er die Kaserne auf in München. Er fängt an mit so einer Lazarettkompanie, mit magenkranken 40-Jährigen und so weiter. Also generalstabsmäßig ist dieses Aufrollen geplant gewesen. Und dann hatten wir nachts die Revolution. Also mit Beginn der Waffenstillstandsverhandlung war die Revolution hier im Land. Und da muss ich natürlich sagen, also das ist natürlich für die Parteien dann, die da zusammensitzen und den Waffenstillstand aushandeln wollen. Wenn der Gegner die Meldung bekommt, hier ist die Revolution in Deutschland, dann kann man natürlich ganz andere Waffenstillstandsbedingungen stellen, als das andersherum der Fall gewesen wäre. Also, dass dann für Leute der Eindruck entsteht, dass das ein Vorgang war, der natürlich den Soldaten, die da 4 Jahre da gekämpft haben, kontraproduktiv war, kann ich verstehen. Kann ich verstehen, muss ich sagen, kann ich verstehen. Aber es bringt nichts, wenn man drauf rumhält und sagt, hier die einen die Dolchstoßlegende und sondern einfach Verständnis haben für die Zeit, Verständnis haben auch für die Bedeutung dieser Entwicklung gerade. Und dann, wie gesagt, halte ich diese ganze Begriff Dolchstoßlegende halte ich für völlig hirnrissig. Ja, eine, von wem sie auf jeden Fall gefördert war der Ludendorff. Und jetzt müssen wir uns vielleicht mal Folgendes vor Augen führen. Der Ludendorff und der Hindenburg erzählen eigentlich die ganze Zeit der Führung Deutschlands, dass der Krieg gewonnen wird. Und von einem Tag auf den anderen sagen sie, er ist verloren. Ja, das ist das, was ich auch nicht verstehe. Ich verstehe es einfach nicht. Gut, wir hatten ja vorher die 14 Punkte von Wilson, die ja wirklich fair waren. Also die 14 Punkte von Wilson, die hätte ja jeder unterschreiben müssen. Und wir würden uns heute glücklich schätzen, wenn das umgesetzt worden wäre. Er hat also unter den 14 Punkten, dass es keine geheime Absprache mehr gibt. Ja, was für ein Segen wäre das gewesen. Oder dass es keine Grenzziehung geben soll nach dem Krieg, die ethnischen Grenzen missachtet und dergleichen mehr. Also diese 14 Punkte waren einfach oder sind immer noch für mich ganz großartig. Und dann ist das alles so eskaliert. Die 14 Punkte waren da, es war die Meinung, aha, die nehmen wir jetzt an, das wird alles so gemacht wie die 14 Punkte und dann ist ja nichts passiert, es ist ja genau das Gegenteil gemacht worden. Also und weshalb die so in Panik geraten sind, ich verstehe es nicht. Also die deutsche Armee war natürlich in einer äußerst schwierigen Lage. Das Volk hatte ausgehungert, das hatte 4 Jahre Entbehrung ohne Ende. Aber wie gesagt, man hätte da nicht den Kopf verlieren dürfen, meiner Ansicht nach. Und hier bin ich ganz nah an Walter Rathenau. Ich glaube, dass er die Situation, gerade weil er ja auch gerade sich da mit der Wirtschaftsseite befasst hat im Krieg, war der meiner Ansicht nach an der richtigen Lösung schon sehr nah dran. Also meine ich, also vielleicht bin ich da auch zu sehr Soldat. Ja. Oder ehemaliger Soldat, der das so beurteilt. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber fest steht, Rathenau wurde ja dann Außenminister Deutschlands rechts bald. Ja, ja. Und handelte ja dann unter anderem auch einen Vertrag mit Russland aus. Ja, genau. Und das spricht auch, also wieder für mich kann ich nur sagen, ich fand das weitsichtig und er ist Wirtschaftsmann gewesen. Er hat was von Geschichte verstanden und für ihn war klar, dass wir hier in Europa uns nicht mehr
dividieren lassen müssen auf Kosten anderer, sondern dass Europa hier zusammenhalten und zu Europa gehört, in seiner Sicht natürlich auch Russland dazu. Also eine Sichtweise, die ich persönlich auch heute eigentlich voll nachvollziehen kann. Mhm. Eine Frage, die ich noch hätte, wäre, war denn eigentlich der Antisemitismus auf der politischen Rechten in Deutschland für alle gültig? Also war das so eine Sache, da haben die sich alle mal ganz locker drauf einigen können? Oder gab es da auch Unterschiede auf der Rechten? Ja, ich denke, das ist sehr komplex. Also das ist ja, also du meinst jetzt im Dritten Reich, oder? Nee, noch in den 20er Jahren. Also noch in den 20ern? Ja, also sagen wir mal Stahlhelm. Ja, im Stahlhelm, wie gesagt, der Vorsitzende, wir haben zwei Vorsitzende, also eine Doppelspitze wie auch bei den Grünen heute, das waren der Selte und der Düsterberg. Der Selte war Unternehmer, ich glaube aus dem Thüringischen, und der Düsterberg Generalstabsoffizier und Oberstleutnant und kandidierte 1932 um das Amt des Präsidenten. Also mit Hindenburg und Hitler und Thälmann. Und er hatte gar keine schlechten Karten, meiner Ansicht nach. Ein ganz, ganz charakterfester Mann. Goebbels hat dann da ausgemacht, dass der Düsterberg jüdische Großeltern hat. Und dann hat er einen schmutzigen Wahlkampf geführt, gegen Düsterberg, nur noch gegen Düsterberg, sodass er dann an dritter Stelle gefallen ist bei der Stimmauszählung. Und später ist er dann auch schon gleich danach Dachau ins KZ eingeliefert worden. Mhm. Wo sie ihn fast erschlagen hätten, wenn nicht Hindenburg das verhindert hätte. Hindenburg als Ehrenvorsitzender vom Stahlhelm hat dann verhindert, dass die SA-Horden da den alten Mann da totgeschlagen hätten. Also eine ganz traurige Geschichte auch von diesem zweiten Vorsitzenden des Stahlhelms. Was das Dritte Reich angeht, soweit ihr das abschreitet, ihr endet ja 1939, da bringt ihr in eurem Buch eine akribische Aufzählung aller diskriminierenden Gesetze, die gegen die Juden erlassen wurden. Ja, das habe ich gemacht, weil mich das einfach interessiert hat und ich keine vollständige Auflistung gefunden habe. Und da bin ich in die Staatsbibliothek und habe alle Gesetze nachgeguckt und geschaut, wo irgendwas gegen die Juden gemacht worden ist. Eine weitere akribische Arbeit, die in eurem Buch zu entdecken ist, und ich denke, es ist eigentlich ein Schatz für alle Leute, die sich mit Journalismus und der Geschichte des deutschen Journalismus beschäftigen, das ist ein Verzeichnis jüdischer Zeitungen und Zeitschriften. Warum habt ihr das gemacht? Ja, das haben wir gemacht, weil die mich so fasziniert haben. Es sind insgesamt in der Zeit, glaube ich, hat es 47 Zeitungen gegeben, und darunter natürlich auch Zeitungen, die mehr Familienblätter waren. Ich bin dann bei den 21 etwas größeren Zeitungen hängen geblieben, und zwar vom Spektrum auch offen weltlich, mehr deutschnational bis hin zum orthodoxen Judentum. Und die sind von einer literarischen Qualität, dass ich einfach mich gefreut hat beim Lesen. Es war einfach großartig. Also ganz große Literatur meiner Ansicht nach und für mich auch natürlich ein Geschichtsbild, das hier entworfen wurde, das ich so nicht kannte, weil das mit dem, was wir heute hören, wenig zu tun hat. Und ich kann nur sagen, ich habe da eine unglaubliche Hochachtung bekommen. Und dann habe ich gemeint, und ich hielt es für wichtig, dass ich diese Zeitung auch ein Gesicht gebe, dass ich also die Überschriften dieser Zeitung hier hineinkopiere und auch die Aufgabe der einzelnen Zeitung auch soweit kurz charakterisiere. Und das halte ich für wichtig. Und ich hoffe auch, dass jemand, der das liest, der dann auch mal versucht, diese Zeitung hereinzuschauen. Die sind ja zum Teil auch im Internet unter Compact Memory nachzulesen. Das habe ich aber damals noch nicht gewusst, dass das im Internet war. Mhm. Aber es ist wirklich ein großartiges Erlebnis, hier einmal nachzuschauen, beispielsweise Betrachtung der Weltlage 1885. Also wenn ich das da nachlese, es ist so visionär, das ist sowas von großartig. Und da meine ich schon, insgesamt, wenn ich diese Zeitung sehe, hier in Deutschland, was für eine Bereicherung. Und ich hätte mir wirklich gewünscht,
dass politisch mehr berücksichtigt worden wäre. Und diese Entwicklung dann im Ersten Weltkrieg ist einfach eine Katastrophe. Ja. Ich mit der Judenzählung 1916. Kommen wir zu meiner letzten Frage, und zwar ein Bestandteil des Antisemitismus ist die Identifizierung von Juden mit Finanzen. Und ich denke, dass diese Identifizierung und dieses Ressentiment auch noch eine große Zukunft haben wird zukünftig, also vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, definitiv aber zum Beispiel in den USA. Warum meinst du, woher rührt das? Ja, das ist ja einmal die Neidfrage, nicht, dass man sieht, aha, die sind erfolgreiche Geschäftsleute, erfolgreich im Finanzgeschäft, gar keine Frage. Das hat aber auch viele Gründe, wo ich sage, die Juden sind nun mal das Volk des Buches auch und verstehen zu lesen und sprechen viele Sprachen. Das vereinfacht natürlich auch das Geschäft. Das ist doch völlig natürlich. Wenn ich nicht weltoffen bin, nicht in die Welt rausgehe, dann kann ich diese Geschäfte nicht machen. Also das muss man einfach so sehen, wie es ja auch ist. Also wenn ich da mithalten will, dann muss ich auch mehrere Sprachen lernen und dann muss ich auch in die Welt gehen. Gut, das machen ja heute unsere Leute, unsere jungen Leute schon. Dann wird sich das ja vielleicht auch etwas verlagern. Aber ich sehe hier also einmal der Neidfaktor, der da ist, dann natürlich das Gleichsetzen von Antikapitalismus und Antisemitismus. Weil man sagt, das sind die Kapitalisten, die das machen. Also nicht, da spielt jetzt der Neidfaktor nicht mehr die Rolle, sondern wie so, aha, das sind die Vertreter des Kapitalismus und damit ist das Feindbild klar. Und damit auch der Antisemitismus, der damit einhergeht. Und dann, wie gesagt, der dritte Punkt ist hier diese Zyklen nach Kondratjew, wenn das abschließt, wenn das dieses Verhältnis schwieriger wird, wenn die Leute weniger haben und so weiter, suchen sie wieder nach einem Sündenbock. Und das ist das Fatale an der Geschichte. Und dem muss entgegengesteuert werden, denke ich mal. So sehe ich das auch, das unterschreibe ich. Ja, dann lass uns hier ein Ende machen, einen Punkt setzen. Wir werden demnächst, wenn ihr das Buch zum Ersten Weltkrieg geschrieben habt, werden wir darüber sprechen. Beziehungsweise lass mich vielleicht nochmal eine Frage stellen. Warum schreibt ihr dieses Buch überhaupt und was hältst du eigentlich von dieser Gleichsetzung 2014? Ja, also, warum schreiben wir das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt inzwischen so 25.000 Werke, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Mhm. Und ich bin auch wirklich der Meinung, dass über den Ersten Weltkrieg eigentlich ausführlich geschrieben worden ist. Aber schon Anfang der 20er Jahre. Und vor allem sind es hier angelsächsische Historiker, zum Beispiel ein gewisser Fay aus Amerika, ein Professor, der hat das also so großartig gemacht, meiner Ansicht nach, da hätte man nicht mehr viel draufsetzen müssen. Also das kommt ja schon fast in die Richtung von Clark, was der geschrieben hat. Und das auch entsprechend bewiesen, also die entsprechendes Quellenverzeichnis hat. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, diese Entwicklung in diesem letzten Jahrhundert, 1961, als Fritz Fischers Buch kam, der Griff zur Weltmacht, wo dann sagt, hier die Schuld doch Deutschland und so weiter, weil das Kaiserreich jetzt hier zur Weltmacht greift. Und dann die Doktoranden, die dann der Fritz Fischer ausgebildet hat, nicht, das geht dann über Immanuel Geis und so weiter, die das da noch verfestigt haben. Es ist nur ein Teil der Geschichte. Also es ist auch, das ist wieder so komplex. Und dann meine ich, zurück zu den Quellen, zurück zu den Wurzeln dieser Geschichte, weil diese finanztechnischen Verfilzungen hier bei Fischer ja eigentlich gar nicht zum Tragen kommen. Und ich meine schon, es geht um viel mehr, es geht nicht um die provinziellen Kriegsziele, die da Russland hatte mit den Dardanellen. Das ist doch, da fängt man doch keinen Weltkrieg an. Und Deutschland brauchte auch keinen Weltkrieg anzufangen. Also es prosperierte, befand sich wirklich im Wohlstand. Wenn ich schaue, die Auswanderungszahlen in Deutschland am niedrigsten von Gesamteuropa. Das heißt also, es ist ein Indiz wieder für den Wohlstand. Die Leute wandern nur aus, wenn es ihnen schlecht geht. Also und dann auch Frankreich, Elsass, Lothringen, das ist doch kein Grund, um einen Weltkrieg zu machen. Also die Frage, die mich wirklich bewegt, ist, warum? Warum dieser Weltkrieg? Und deshalb, und jetzt sind wir zu 2014, sind diese Kräfte immer noch virulent.
Der Kaiser kann es ja nicht mehr sein, der ist ja schon lange tot. Und der Zar auch. Also, wer sind diese Kreise, muss ich mal sagen, die Interesse an diesen Kriegen haben? Und die sind meiner Ansicht nach relativ leicht auszumachen. Da braucht man eigentlich nur in den amerikanischen Kongress gehen. Da haben wir das Nye-Komitee von 1935. Ja. Und der hat untersuchen lassen im US-Kongress, also wirklich im US-Kongress ist das untersucht und nachlesbar, dass, und dieser Kongress dauerte über ein Jahr, hier wurde festgestellt, dass die USA durch die Banker und Rüstungsindustriellen in diesen Krieg getrickst worden sind. Und da haben wir sie schon. Mhm. Und dann bin ich wieder bei Eisenhower in seiner Abschiedsrede, der da aufgerufen hat und sagt, passt auf, nicht passt auf diesen industriell-militärischen Komplex auf. Das ist die Wurzel des Krieges. Und da meine ich, dahin zu schauen, wer das dahinter steht, wer hier Interesse an solchen Kriegen hat, das ist der Punkt meiner Ansicht nach. Ja, also was ja auffällt, ist eigentlich, dass Völker zwar Kriege untereinander führen, aber selten die sind, die den Krieg dann auch tatsächlich vom Zaune brechen. Ja. Also ich denke auch, dass also 1914 die Völker diesen Krieg nicht wollten. Also und wenn man da auch natürlich hier Bilder zeigt von jubelnden Menschen, es gibt aus dem August 14 auch viele Bilder, wo Leute ganz niedergeschlagen von der Litfaßsäule stehen und das sind, also da gibt es zwei Arten von Bildern. Da muss man schauen, wo sie gemacht worden sind. In Städten mit entsprechender Propaganda oder mehr auf dem Dorf oder sonst wo. Also ich bin wirklich überzeugt, dass die Masse der Völker diesen Krieg nicht wollten. Und zwar, das gilt jetzt für das englische Volk, denke ich ganz besonders auch. Das gilt für das französische und das gilt für Deutsche. Und wenn wir sehen, dass der Genre am 31. August erschossen worden ist von einem rechtsnationalen, weil die Propaganda halt einfach so stark war, die auf diesen Krieg wollte. Und hier sind wir wieder bei den Medien. Diese Kriege sind da, die Medien sind natürlich nicht diejenigen, die den Krieg wollen und machen, aber sie sind die Unterstützer der Kreise, die diesen Krieg wollen. Sie machen die entsprechende Propaganda dafür. Und das muss einmal auch aufgezeigt werden, denke ich. Ja. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Ich sage nochmal, das Buch ist sehr zu empfehlen. Deutsche und Juden vor 1939, Station und Zeugnis einer schwierigen Beziehung. Und das Ganze ist im Zeitgeist Print- und Online-Verlag erschienen. Ich möchte das euch da draußen sehr empfehlen. Und dir, lieber Wolfgang, der du mich die ganze Zeit gesiezt hast, obwohl wir uns eigentlich duzen. Ja, hast du. Ja, habe ich. Ja. Dir möchte ich sagen, ein herzliches Dankeschön. Ja, dir lieber Lars, auch. War für mich ungewohnt. Das ist jetzt mein erstes Interview gewesen, das ich gemacht habe. Und wie gesagt, dieses Buch habe ich ja schon vor längerer Zeit geschrieben und ich bin jetzt voll in dem anderen drin. Das heißt, ich musste mich jetzt auch erstmal wieder gedanklich da hineinarbeiten. Ja, deswegen ist das nicht alles so rund über meine Lippen gekommen, wie es hätte vielleicht sein können. Ich bitte um Nachsicht. Nein, das war schon sehr sauber und wie gesagt, wir treffen uns demnächst dann wieder zusammen mit dem Herrn Wimmer und dann sprechen wir mal über das, was zum Beispiel da in Sarajevo 1914 seinen Gang nahm. Ja. Okay, ich danke dir. Lieber Lars, dir ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, und euch, liebe Zuhörer, danke ich auch, Freunde des Jungle Drum Radio. Und jetzt hören wir auf mit einem Gedicht von mir, das von meinem Freund Paul Dammerau vertont worden ist. Wir nennen es mal In Perpetuum. Ciao. Worauf wartest du noch? Steig ein, lass uns fort von hier. Zünde den Motor, komm. Ich hoffe so sehr, dann verzehrt uns die Nacht. Missachte die Ampeln, sie stehen immer auf Rot. Fahr einfach weiter, du weißt, wir haben nichts mehr zu verlieren. Und im Rückspiegel die große Stadt, sie wird kleiner, Streifen und Streifen, schon sieht man sie kaum, während es mit uns vorangeht, wohin die Scheinwerfer reichen. Alles ist gut, blicke nicht zurück, ich hoffe so sehr, dann verzerrt uns die Nacht. Im Radio spielen sie ein Lied, Ea promessa di vida nuteo Curaçao, und deine Augen sehen, hier waren wir noch nie, wir sind von allem so weit weg. Am Horizont leuchten Blitze, Wolken brechen und Donner grollt auf uns hinab. Vielleicht sind wir selber Naturgewalten. Es gibt keine Ampeln mehr, nur die Straße und das eine Ziel. Unser Leben,
Eine Reise im Perpetuum, 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 Perpetuum. Endlich verzehr uns die Nacht. Verzehr uns die Nacht. Verzehr uns die Nacht.